Es ist nur ein Stream, wir haben hier Spaß, jede Menge zusammen und so und tralala, ne? Wie gesagt. Na, ich höre es nur, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre es nur jetzt zum ersten Mal, dass ich so genannt werde. Er ist so süß. So. Aber es danke fürs Kompliment. Dankeschön. Finde ich voll lieb von dir. Danke. So. Weiter geht's. Wir sind auf dem Weg zum großen Finale. Viel kommt nicht mehr. So, hier war der Ausgang. Ich lade mal eben nach. So. Only one way out. Only one way. So sehe ich morgens auf. Aus. Montags morgens sehe ich so aus, wenn ich keinen Kaffee habe. So. Fürchterlich, oder? So, Ladebildschirm. Kommt jetzt gleich. Ich würde sagen, der kommt jetzt. Genau. Da kann ich mal einen Schluck trinken. So. Jungs und Mädels. Ich würde sagen, ein Stündchen noch. Dann sind wir fertig. Dann haben wir es geschafft, den 12-Stunden-Stream. So. Boah, wisst ihr noch hier der Schacht des Todes? Wo der Dicke mich hier gekriegt hat? Das Merkel? Oh Gott, fürchterlich. Das war damals... Ja, das war... Nee, das war nicht... Das war nicht am Start der Let's Play Live Show. Was? Cheater? Wieso Cheater? Das war... Das war irgendwann mittendrin, wo ich Outlast gespielt habe. Da wurde ich im... Im Schacht bin ich gestorben. Das war fürchterlich. Weil der Dicke hat mich... Der dicke Cheater hat mich hat mich quasi getötet. So, was schreibt Scheiß? Man darf... Was? Man darf es nie ernst nehmen. Wenn man es schreibt, kommt es eh sehr oft anders rüber, als man es persönlich mit einem spricht. Ja, ist das richtig so? Ist doch so. Spricht, ist es halt so, Gesten und so weiter. Ja, genau. Ist doch bei WhatsApp so. Bei WhatsApp oder bei SMS wird immer so viel falsch verstanden. Ne? Weil es halt nur geschrieben ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Na? Lieber telefonieren. Macht mehr Sinn. So. Aber auch, aber trotzdem Komplimente hier, wenn man hier irgendwas schreibt oder so. Ne, vielen lieben Dank, Dankeschön. Das freut mich mal sehr. Das lässt mein Herz immer höher schlagen. Wenn ich so Komplimente lese. Das ist immer ganz lieb von euch. Dankeschön. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwann, wenn ich Opa bin, oder beziehungsweise wenn ich irgendwann alt bin, so ein alter Sack oder so, dass ich immer noch hier sitze und mit euch quatsche. Das wäre so ein Traum. Das ist so mein Traum, ehrlich. Eigentlich war das ja nie gedacht, wie ich angefangen habe zu streamen. Es war ja nie gedacht, dass ich hier so weiter streame. Es war ja nur gedacht, komm, ich mach mal den Abend Outlast und dann Feierabend. Und dann, ach komm, ne, egal, ne, brauche ich nicht mehr. Aber das hat sich dann doch so entwickelt, damals mit Outlast, hier in der Let's Play Live Show, wo alle gesagt haben, ey, du musst weitermachen. Und so entstand dann damals die Let's Play Live Show mit Outlast. 5 Tage habe ich gebraucht, bis ich Whistleblower, das Hauptspiel durch hatte im Wahnsinnsmodus. Am 7.2.2014 ging es los. So, Schlüssel holen wir, Schlüssel. So. Dann springen wir hier runter. Ja, der kommt doch jetzt. Wusste es doch. Und der weiß genau, wo ich bin. Pass auf. Versteck mich hier. Der kann gar nicht wissen, wo ich bin. Und trotzdem läuft er in meine... Okay, diesmal nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich diesmal das mal anders überlegt. Aber sonst läuft er immer in meine Richtung. Immer. Immer. Egal, wo ich mich verstecke. Er läuft immer in meine Richtung. Immer. Und übrigens, euer Fernseher ist kaputt, ne? Das liegt nicht an mir. Euer Fernseher hat gerade einen Sprung. Vielleicht ist da irgendwie eine Wii-Verbindung vorgelandet oder so. Aber ich bin's nicht. Bei mir ist es das nicht. Ich habe ein klares Bild. So. Jetzt kommt gleich eine schwierige Szene. Warte mal. Wie lange müssen wir? So. 21 Zuschauer. Vielen lieben Dank. Oh Mann, das ist so lieb. Und dann für die Uhrzeit. Seid ihr wahnsinnig. Hello and welcome. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt kommt erstmal unser Vater Martin, der in der Frauenstation ja war. Warum auch immer, wer weiß, was er da getrieben hat. Ne?
Ich hab Angst. Ebi! Ramadani! Ramadani, Emidi. Was nochmal? Edi Ramadani 1. Vielen Dank für den Follow. Oh, das ist voll lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Das ist ganz, ganz lieb. Dankeschön. So, und während ihr euch jetzt den Vater Martin anguckt, wie er stirbt, gehe ich nochmal eben schnell für kleine Jungs und bin gleich wieder für euch da. Bis gleich. My Job, you alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Ja, oft erlebt, dass viele es falsch verstehen. Ja, das stimmt. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Vater Martin brennt. Die Kirche brennt. Und los geht's. So. Da brennt die so. Man macht halt einen Witz und auf einmal verstehen es 100 Leute falsch. Ja, stimmt. So, jetzt kommt eine Passage, die ich sehr hasse, weil man kann hier viel falsch machen, beziehungsweise kann man hier sehr schnell sterben und dann ist alles für die Katz gewesen. Und das ist noch so eine heikle, eigentlich eine heikle Position. Nein, 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 nein! Boah, Alter, huha, huha, der war ganz nah gewesen, Alter! Boah, jetzt habe ich mich aber in die Hose geschissen. Jetzt kam der Köttel schon raus und guckte und sagte, hallo. Alter, das war knapp gewesen. Alter Schwede. Alter, das war knapp. Das war aber sowas von mega knapp. Alter Schwede, der war hier am rechten Ohr und sagte schon, hallo, ich bin hier. Ich mach's gerade noch echt spannend. Alter Schwede. So, wir haben's. Gott sei Dank. Das ist immer so eine heikle Geschichte, die Aktion. Boah. Mein Herz, ey. Boah. Da wackelt sogar meine Lampe vom Schreibtisch. Da lag der Filzstift schon in Hose. Ja, quasi, der braune. Den man so gut wie nie gebraucht hat. So. Da trinke ich dann nochmal ein Stück von meiner Apfelschorle. Freunde, 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 Freunde. Willkommen. Ja, wie soll ich sagen? Erstmal zum Ladebildschirm. Und jetzt kommt eigentlich nur noch, ja, eigentlich leichte Passagen. Aber wie soll ich sagen? Willkommen zu Half-Life 3. Es sieht aus wie Half-Life 3. Und auch hier dieser Sound ist von Half-Life 3. Oder von Half-Life. Kannst du erzählen, was du willst. Der hört sich genauso an. Was? Dreckstück aus dem Rücken drücken? Was? Wie seid ihr denn drauf? So. Lalalala, lalalala. Und komisch, es ist immer... Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Für die Leute, die regelmäßiger bei mir mal schauen und auch bei Outlast mal reingeschaut haben... Wenn ich Outlast spiele und ich komme zum Ende, jetzt hier diese Passage, immer ab dieser Passage schalten die Leute ein. Es ist faszinierend. Es ist immer so. Immer. Ich weiß nicht warum. Es ist immer so. Immer ab dieser Stelle werden die Zuschauerzahlen oder beziehungsweise gehen die Zuschauerzahlen nach oben. Ich habe keine Ahnung warum. Und was mich ja heute sowieso fasziniert hat, oder beziehungsweise gestern, wir haben ja um 16 Uhr angefangen zu streamen, dass bei No Man's Sky so viele Leute reinschauen. Entweder
entweder liegt es daran, weil dieser Baumodus oder dieses Open-World-mäßige, dieses Crafting-System und alles so spannend ist, halt rauszufinden, was passiert halt, was können wir als nächstes bauen und so. Oder halt No Man's Sky halt. Ich weiß nicht warum, aber es sind so viele Leute, die zusehen. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Erstmal Kamera drauf halten. So. Will nicht spoilern. Wer kennt The Forest? Hier habe ich schon im Let's Play gespielt. Ich glaube 5 Folgen oder 4 Folgen. Ich kenn's. Ich find's voll geil. Na, wem wird schon schlecht? So dumm. Ja, ja. So, müssen wir ein bisschen hören. No more escape. Yeah. No more escape. Little Thick. Versuch mal Little Thick. Little Thick. Ja, sagt er. Little Thick. Versuch das mal mit zusammengedrückten Zähnen zu sagen. Da kommt raus Little Thick. Little Thick. Das ist so... Da war am Ende ja auch so eine Forschungsstation. Ich hab... Was für eine Forschungsstation? Ich hab Forest noch gar nicht durchgespielt. Kann man es durchspielen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß davon nichts. Ich weiß so, dass da halt Ureinwohner wohnen auf der Insel und man kann sich da was bauen und man findet wo irgendwie Fotos und Tranla von irgendwie seinem Sohn und der ist entführt worden und man muss ihn irgendwie finden und... Keine Ahnung. Hab ich noch nicht rausgefunden. Bin noch nicht so weit. Und ich muss, werde das auch erst dann weiterspielen, wenn ich einen vernünftigen Rechner habe. Ja, ja, stop him. Bla, bla, bla. So, Prost. Wo ist denn unser Onkel Doktor, der hier zugucken wollte bis zum Ende? Ist der noch im Stream? Ist er noch dabei, gerade am Zusehen? Oder ist er schon abgehauen? Der Doc Mac... Nee, wie ist er denn nochmal? Also ich lade nochmal eben nach. Ja, ja, hallo. So, ich zock nur Zombie. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallöchen und willkommen zur Let's Play Live Show, zur 300. Folge Jubiläum. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Uah. So. Wir sind dran seit 16 Uhr. Also nicht mit Outlast, aber generell im Stream. Oben mit der abgelaufenen Zeit nicht wundern. Ich habe nichts gesagt. Look up to say, sorry, wenn ich, wenn es ein Spoiler war. Was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, wir sind heute dabei. Wir haben heute No Man's Sky gespielt. Dead Nation haben wir durchgespielt. No Man's Sky haben wir so ein bisschen weitergespielt mit unserer Basisbau und so und tralala. Also ich lass mal ein bisschen Revue passieren. Dann haben wir heute GTA gespielt. So ein paar Modis und so. Das mit dem Bike, mit dem Tron-Bike ist so geil. Und ja, und jetzt sind wir bei Outlast gelandet. Ist ja so quasi so der Einstieg. Damit hat alles angefangen hier in der Let's Play Live Show. 300 Folgen Let's Play Live Show gibt es schon. Wahnsinn. Unglaublich. Man mag es gar nicht glauben. Am 7.2. 2014 fing alles an mit Outlast, Wahnsinnsmodus. 5 Tage versucht, diesen Modus durchzuspielen. Also nicht am Stück, aber halt ne, probiert. So. Ja, so begann alles. Und ich komme da gleich zu. Ich werde da gleich nochmal was zu sagen. Mit so begann alles. Ich muss euch mal was erzählen gleich, aber da komme ich gleich erst zu. Das klingt wahrscheinlich komisch, wenn ich das jetzt sage. Ich muss mir jetzt ein bisschen konzentrieren, damit ich das schaffe. Okay, danke für die Infos. Ja, kein Problem. Gerne. Aber wie gesagt, du kannst auch gerne... Hallo?
Du kannst doch gerne alles nochmal nachgucken auf dem Twitch-Channel. Da siehst du ja, die ganzen Streams sind ja da immer noch verfügbar. Wie gesagt, in No Man's Sky ging es los, haben wir, glaube ich, 4 Stunden gestreamt. Dann Dead Nation, glaube ich, waren es, glaube ich, 2 oder so. Komplett durch. Da war ja mit Twitch-Interaktion. Da konnten die Leute ja mitvoten, ob es schlechter wird für mich oder besser wird für mich. Und du weißt ganz genau, was gekommen ist, ne? Und ja, und dann kommt GTA. Bitte kein Bug, kein Bug, kein Bug, kein Bug, kein Bug, kein Bug. Danke. Ja, und jetzt sind wir bei Outlast gelandet. Halt dem Spiel, wie gesagt, womit halt alles anfing. So. Was ist das mit dem LKW, will ich haben? GTA, ja. Ich muss selber erstmal gucken, wo es ist bei GTA in der Aufnahme. Muss ziemlich am Anfang gewesen sein. Das werde ich per Handy dann aufnehmen, damit ich das schicke. Ne? So. Ich mache das ja. Ich mache das ja hier hobbymäßig. Ne? Wisst ihr ja. Auch mit. Na, ich erzähle später. Ich erzähle es gleich. Warte mal, gleich mal. Mach ich gleich. Das Stream geht auch bis 4, oder? Ja, vielleicht plus minus ein paar Minütchen mehr sogar. Vielleicht sogar eine Stunde länger, je nachdem. Vielleicht sogar eine Stunde länger, je nachdem, wie wir durchkommen. Und wie gut ich drauf bin. Vielleicht mache ich sogar länger. Mal gucken. Weil ich bin echt gut drauf heute. Vielleicht spielen wir noch was anderes. Schauen wir mal. Weil ich bin heute echt gut drauf. So, und. Letzter Knopf, und. Bam! Yeah! Ja, genau, Zeus, das kenne ich auch. Mit dem Abstürzen und so und tralala. Ne? So. Genau, jetzt kommt ja sowieso erstmal das DLC von Outlast. Wo ist der Ausgang hier? Versuche zu entkommen. Das Ziel ist schon der Knaller. Oh, ich werde es schaffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Kenne Outlast selbst. Trotzdem danke. Ja, kein Problem. Ich werde es jedem erzählen, wenn ich hier rauskomme. Jedem. So. Wer braucht Waffen, wenn man eine Kamera hat? Ich frage mich sowieso, weil du das Thema ja gerade ansprichst, ne? Ich frage mich, wann kommt das Spiel raus? So wie bei Outlast, ne? Du hast keine Waffen, sag mal, wie in Real Life. Du hast keine Waffen, du bist auf dich selbst angestellt und auf dich selbst verantwortlich quasi. Und du kannst dich wehren, du kannst aber auch alles nehmen, was in der Umgebung ist. Zum Beispiel so ein Messerlicht darum oder so als Waffe oder ein Stocklicht darum als Waffe. Wann kommt dieses Spiel raus? Wann kommt dieses Spiel endlich raus, wo ich sagen kann, hey, ich will diesen Feuerlöscher, der da an der Wand hängt, als Waffe nehmen, damit ich eine Waffe habe. Ansonsten bin ich total wehrlos. Wann kommt dieses Spiel raus? Wo ich am Anfang so denke, so wie bei Outlast, boah, ich bin hilflos und habe keine Waffe, nur eine Kamera, aber kann irgendwas vom Tisch nehmen. Wann kommt dieses Spiel raus? Ich warte darauf. Mein Gott. Ne? Was, Projekt Zero lief auch alles mit Kamera? Ja, stimmt. Wer braucht eine Kamera, wenn man pupsen kann? Ja, Flexi, das müssen wir mit VR kommen. Ja! Ne?
Niemals wird dieses Spiel kommen, ja. Weil es wäre, glaube ich, zu übertrieben. Warte mal, mal lesen, ne? Du gehst jetzt alleine irgendwo in der Nervenlage anschalten, im Real Life, mit der Kamera bewaffnet. So. Sagen wir mal, da passieren wirklich so irgendwie so schreckliche Dinge. Was willst du tun? Du willst irgendwie eine Waffe nehmen, vielleicht nur einen Stein, ein dämlicher Stein oder so. Das wäre auch optimal. So, wir haben es durch. Ich hoffe, der Ladebildschirm schmiert jetzt nicht ab und wir können direkt ins Dings zurück, ins Hauptmenü. Oh nein, das hört sich nicht gut an, oder? Doch. Whistleblower. So, bevor ich jetzt aber Whistleblower starte und in den Wahnsinnsmodus gehe, was würde ich sagen? Ihr kennt mich ja, ich bin ein großer Outlast-Fan und ein großer Outlast-Spieler, wisst ihr ja. Und was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Ich habe von Outlast... Wie war denn das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. So wie vorhin. Mein Gott, fürchterlich. Man versucht es, was glaube ich, immer mal wieder mit den Umgebungen, aber 100% schaffen die Entwickler es nicht, ja. Mann, was wollte ich Ihnen gesagt haben? Irgendwas mit Outlast wollte ich gesagt haben. Was war denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Verdammt, shit. Fällt mir bestimmt wieder ein, weil es nicht so wichtig war. Doch, es war eigentlich wichtig, weil es passte eigentlich, Es war ein... Oh, mein Gott. Mir fällt's nicht ein. Mir fällt's partout nicht ein. Mir fällt's echt partout nicht ein, was ich sagen wollte. Es war irgendwas gewesen mit Outlast. Ich weiß nicht mal, was es war. Verdammt, Mist. Ich hatte es gerade noch auf den Lippen gehabt. Hätte ich mal gerade erzählt, ey, Mann. Oh, Flexi wird echt alt. Ja, verdammt. Ich hatte es gerade auf den Lippen gehabt. Hätte ich es da mal erzählt. Es ging definitiv um Outlast. Irgendwie von Outlast habe ich geträumt. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Oh, beziehungsweise vom Stream oder so. Aber ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Verdammt. Jetzt haben wir noch einen Apfelschorle. Wir müssen nicht aufwachen, sondern öffne deine Augen. Alter, hat er uns gerade gehauen, der Typ? Gehen wir noch eben was zu trinken. Bin gleich wieder da, bis gleich. Shit. Come on. Sie kennen mich nicht. Ich muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Mercury Cyclic System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber zur Hölle mit denen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Doktoren faseln was von Traumtherapie, die zu tief geht, die im Berg auf sie gewartet haben. Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Geil, wie ich den Text schon auswendig kenne, ne? Fürchterlich, oder? Da kann man mal sehen, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe. Diese E-Mail geht von Miles von Wayland Park an Miles Upshur. Ohne hinzugucken, damit ihr genau wisst, wie lange oder beziehungsweise wie oft ich das schon gespielt habe. Genau, Dr. Faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und die, dass sie etwas in dem Berg gefunden hätten und bla bla bla. Leute kommen zu Schaden und Mirko scheffelt Geld, das muss aufgedeckt werden. Hammer, ne? Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. So eine Kacke kann ich mir behalten, weißt du? Aber so andere Sachen, die wichtig sind, wie zum Beispiel Geburtstage oder so. Nein. So. Der Doktor ist nicht mehr da, ne? Der bei uns vorhin gefragt hat hier wegen Spiel und so, wegen früher. Warte mal, wo ist. Nee, warte mal. Okay, keiner mehr da. Die auch vorhin da gewesen sind, die Tanten und so sind auch nicht mehr da.
Oder die Frauen? Ich weiß nicht mehr. Info kurz für die Leute, die vielleicht gerade neu bei Outlast sind und die fragen, was ist denn jetzt? Wir spielen gerade die Vorgeschichte von Outlast. Ja, hier ist alles so in Ordnung, bla bla bla. Wir sind jetzt hier in der Einrichtung und so und tralala. Ich werde aber ins Bett gehen. In circa 3,5 Stunden meine Tochter wieder auf. Okay. Ich habe gerade heimlich gerübst. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Alles klar, Sven. Schlaf gut, gutes Nächtle. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich glaube zwar nicht, dass wir in einer halben Stunde fertig sind, aber ja. Es wird definitiv noch länger gehen. Ich vermute mal. Wahrscheinlich bis 4, 5 Uhr. Wahrscheinlich bis 5, 6 Uhr sogar. Mal gucken. Weil ich bin heute echt gut drauf. Und hey, mehr für euch. Beziehungsweise vielleicht auch für YouTube, weil ich habe ja gesagt, ich werde das definitiv auf YouTube hochladen, die Folgen heute. Und es macht heute so viel Spaß und wir haben so viele Zuschauer heute. Es ist unglaublich, wie viele Leute hier reinkommen und so happy sind. Ja, ich bin happy. Mein Name ist nicht Park, mein Name ist Flexi, du Affenkopf. Und es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Wie viele freundliche Leute wir hier haben, die einfach so vorbeikommen und sagen so, hallo und wie geht's euch und tralala, voll geil. Und das ist der Typ, der uns angeleckt hat im Übrigen. Ich wollte es mal kurz anmerken. Gutes Nächtle, Sven, schlaf gut und danke fürs Dasein und vielen Dank fürs GTA zusammenspielen und so. Und bis später. Also, ich hab auf Albtraum 1 Stunde 23 Minuten gebraucht. Du meinst Wahnsinnsmodus im Hauptspiel? Okay, das ist schon gut. Ja, ich glaube, ich brauche auch immer so um die... Ja, ich glaube, so knapp eine Minute brauche... Minute, genau. Ich spiele das Spiel eine Minute durch. Knapp eine Stunde brauche ich dafür, fürs Hauptspiel. Wenn ich gut durchkomme. Mit einem einzigen Glitch. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Glitches. Aber mit einem einzigen Glitch schaffe ich eine Stunde. Circa. Das Hauptspiel. So. Ach, Whistleblower, Albtraum. Achso, okay. You're finished, Mr. Wayland Park. Leave. Don't expect anything but honesty, my review. So. Genau, du willst deine Taler, deine LPLS-Taler verdoppeln, verdreifachen. Dann schreib einfach Ausrufezeichen Gamble, Leerzeichen und den Wert, den du setzen möchtest. Bedenke auch, du kannst auch alles verlieren. Ja, maximal 50 Taler, minimal 50 Taler, maximal 1000 Taler. Entschuldigung. So. Was? Funktioniert der Bot nicht? Warte mal. Warte. Nein, was mache ich denn da? Nein. Achso, du hast Gamble geschrieben. Gamble. Deswegen funktioniert das nicht. Du musst Gamble schreiben. Du musst Gamble schreiben und nicht Gamble. Gamble musst du schreiben. Gamble. Gamble. Das L vor dem I. Dann geht das auch. Nee, ich meinte gerade, ich zock ne Zombie. Ausrufezeichen Gamble. Also das L und dann das E. Weil du hast gerade geschrieben, Ausrufezeichen Gamble. Deswegen hat die 120 das nicht funktioniert. Hey, und sogar... Alter, sogar gewonnen! 240... Was? Alter, 240... Taler gewonnen! Und jetzt hast du 270. Glückwunsch! Wie gesagt, mit 50.000 kommt ihr auf meine Freundschaftsliste. Alle 5 Minuten könnt ihr wieder gambeln. Nein, hab ich nicht! Nein! Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. Hab ich nicht. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe
Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Nein. Hab ich nicht. Nein! Whistleblower. Flötenspieler. Pfeifen August. Atomexplosion in meinem Gesicht. Entschuldigung. So. Ich hab mal gewonnen.